Beidfüßig international, das Wochenende steht an und gleich der Hinweis, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, bitte doch auch ein Abo hier liegen lassen, denn Marcel ist wieder in Form, 6 von 12 Tipps. Hallo Marcello. Hallo Carsten. Beginnt auch wieder zu laufen, ja? Hast dich eingegroovt im neuen Jahr. Ja, ich sag mal so, 6 von 12 ist jetzt noch nicht das höchste der Gefühle, hoffentlich zumindest. Aber eigentlich war es auch nur 5 von 12, wenn man ganz ehrlich ist. Ihr seht bei der Auswertung, dass ich bei dem einen Spiel, was Draw No Bet war, bei Feyenoord gegen Ajax, was ja unentschieden geendet ist, dann habe ich die Quote geändert zu einer 1,0, was ja nichts anderes heißt, als es das quasi den Einsatz zurückgegeben hat, die Wette ungültig war. Ansonsten, was auffällig war, Premier League wieder 3 von 3 getroffen. Also in England läuft es wirklich extrem gut momentan bei mir, auch bei den Topspielen in England. Und ja, beim Rest versuche ich mich natürlich wie immer noch zu steigern. Das machen wir gleich in dieser Sendung und wir rollen los mit dem FA Cup in England. Und da haben wir gleich Brighton gegen Liverpool und dir hat es da ein Japaner angetan. Erzähl mal kurz. Ja, absolut. Bei Brighton, wir hatten ja auch, glaube ich, schon während der WM mal über ihn gesprochen, der Linksaußen, Kaoru Mitoma, für mich ein absoluter eine absolute Entdeckung bei der Weltmeisterschaft, aber nicht nur da, denn auch seit der Weltmeisterschaft läuft es für ihn bei Brighton richtig gut. Er wurde jetzt 2-mal in Folge in die Premier League Team der Woche, in das Team der Woche gewählt in der Premier League und er hat in seinen letzten 4 Premier League Partien auch 3 Tore geschossen. Ja, deswegen, er ist wirklich in einer richtig guten Verfassung. Er hat auch schon im ersten Spiel vor 2 Wochen gegen Liverpool in der Liga hatte Trent Alexander-Arnold richtig Probleme bereitet auf der rechten Verteidigerposition. Ja, also er hat wirklich da richtig gewirbelt und allgemein hat Brighton dieses Spiel vor 2 Wochen 3-0 in der Premier League gegen Liverpool gewonnen. Ja, Jürgen Klopp hat danach gesagt, das war mit das schlechteste Spiel, was er jemals als Trainer in seiner Karriere erlebt hat. Das lag aber in erster Linie auch an den starken Seagulls. Die haben wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt. Allgemein Brighton in einer richtig guten Verfassung in der Liga sogar vor Liverpool momentan zu finden. 2 Punkte davor haben als Sechster tatsächlich noch alle Möglichkeiten, in Richtung Europapokal zu schielen. Das heißt, sie spielen wirklich nach wie vor eine sehr, sehr gute Saison. Und deswegen halte ich mich hier auch ein bisschen zurück mit Wetten auf einen Sieger. Ich glaube, dass Liverpool sich wieder sehr, sehr schwer tun wird. Das hat man auch zuletzt gegen Chelsea gesehen. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass diesmal wieder mehrere Tore fallen. Ja, Brighton ist eine Mannschaft, die viel Ballbesitz haben will, die viel nach vorne spielt. Liverpool hat natürlich auch die gewisse Qualität, die es braucht in der Offensive, um Tore zu schießen. Und deswegen sage ich zu einer Quote von 1,61. Wir fangen langsam an, Carsten, über 2,5 Tore. Das heißt, mindestens 3 Treffer nach 90 Minuten. Manchester United zuletzt gegen Arsenal dramatisch noch verloren, muss man ja sagen. Die spielen gegen das unterklassige Reading. Ganz genau, Reading nicht nur unterklassig, sondern auch in der zweiten Liga, ja, alles andere als ein Spitzenteam, muss man ja so sagen, aktuell auf Platz 14 zu finden. Am Wochenende haben sie 0-4 auswärts bei Stoke City verloren. Also entweder waren schon die Köpfe der Spieler bei diesem wichtigen, was heißt wichtigen, bei diesem Highlight-Spiel gegen Manchester United im Old Trafford oder die Mannschaft ist einfach nicht stärker. Ich befürchte sogar Letzteres, denn Reading ist das zweitschwächste Auswärtsteam der zweiten Liga in England. Reading hat 10 Niederlagen kassiert in 15 Auswärtsspielen. Und sie haben auch die drittwenigsten Tore geschossen in der Fremde, in der Championship, in der zweithöchsten englischen Spielklasse. Und deswegen bin ich hier eigentlich sehr, sehr klar bei United. Ich sage auch diesmal zu einer etwas höheren Quote, dass das Spiel entweder 1-0, 2-0 oder 3-0 ausgehen wird. Das sind meine 3 Ergebnistipps zu dieser Partie. Genau für diese Wette gibt es eine 2,47. Und was ich noch sagen will, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel jetzt sehr, sehr hoch ausgeht. Das heißt, dass es einen richtigen Kantersieg geben wird, denn man darf nicht vergessen, United spielt unter der Woche noch im EFL Cup, im Ligapokal in England. Und nächste Woche steht schon wieder das Rückspiel in diesem Carabao Cup an. Deswegen wird der ein oder andere Ergänzungsspieler zum Einsatz kommen. Da bin ich überzeugt von. Und deswegen 2,47, 1-0, 2-0 oder 3-0 als Ergebnistipp. Und dann haben wir eine geniale Konstellation, nämlich Guardiola gegen Arteta. Also die beiden Trainerpersönlichkeiten, die da aufeinandertreffen beim Spiel. City gegen Arsenal. Ganz besondere Konstellation, auch in der Tabelle. Also in der Premier League sind sie ja ganz nah beieinander. 5 Punkte trennt Arsenal, den Spitzenreiter vom Tabellenzweiten. Und jetzt spielen die halt gegeneinander in diesem Cup. Tolle Konstellation.
Absolut tolle Konstellation. Lehrmeister gegen Lehrling. Arteta war ja jahrelang Co-Trainer von Pep Guardiola, hat sicherlich einiges mitgenommen von ihm. Das muss man ganz klar so sagen. Das hat man auch in verschiedenen Dokumentationen schon gesehen, dass er von seinen Ansprachen ja schon relativ nah an Pep Guardiola dran ist. Auch wenn Guardiola vielleicht noch ein Tick perfektionistischer ist, Arteta dafür vielleicht ein Tick menschlicher, um da mal so einen kleinen Vergleich zu starten. Allgemein, du hast zwar gesagt, 5 Punkte sind sie dahinter, aber du hast vergessen zu sagen, dass Arsenal sogar noch ein Spiel weniger absolviert hat. Das heißt, sollten sie dieses gewinnen, wären es schon 8 Punkte Unterschied. Das heißt, Arsenal hatte in dieser Saison tatsächlich alle Möglichkeiten, Meister zu werden in England. Und das auch völlig zu Recht, denn momentan ist Arsenal meiner Meinung nach vielleicht sogar noch ein Tick stärker als Manchester City, weil sie einfach extrem zielstrebig sind. Auch dieser Sieg gegen Manchester United hat gezeigt, dass sie sich durch einen 0-1 Rückstand nicht aus dem Konzept bringen lassen. Sie ziehen weiter ihr Ding komplett durch, haben ein unfassbares Selbstvertrauen, auch das muss man so sagen. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Ja, das Spiel findet am Freitagabend statt. Das heißt, alle die noch nichts vorhaben am Freitagabend, das ist eigentlich eine Pflichtlektüre. Für jeden Fußballfan. Genau, das Kapitel muss man sehen. Übrigens, das Liga-Duell findet dann am 15. Februar statt. Also da müssen wir uns auch nicht mehr so lange gedulden. Das wird dann vielleicht noch ein Stück weit interessanter, weil ich nicht weiß, ob Guardiola und Arteta jetzt am Freitagabend ihre beste Mannschaft auf den Platz schicken werden. Ja, Priorität hat natürlich nach wie vor die Premier League. Dennoch ist es natürlich ein extremes Prestige-Duell. Deswegen glaube ich unter dem Strich schon, dass beide Mannschaften mit einer sehr, sehr guten Aufstellung anfangen werden. Und ich sage einfach, weil zwei sehr gute Mannschaften, sehr gute Offensivmannschaften aufeinandertreffen, dass sie auch Tore fallen werden. Ich sage zu einer Quote von 1,67, dass auch hier über 2,5 Tore fallen. Und dann gehen wir nach Spanien und da gibt's gleich ein echtes Spitzenspiel. 2-3, Real Madrid gegen San Sebastian. Ja, Real Sociedad, die Überraschung der Saison. Ja, Überraschung würde ich noch nicht mal so sagen. Also es ist schon etwas überraschend, etwas unerwartet, dass sie tatsächlich Dritter sind hinter Barcelona, hinter Real Madrid, dass sie jetzt eine gute Runde spielen und eine gute Saison spielen. Das war mir eigentlich schon bewusst, weil sie wirklich auch eine gute Mannschaft beisammen haben. Ein Trainer, der jetzt mittlerweile seit über 4 Jahren im Amt ist, da funktioniert es einfach. Die internen Abläufe, die passen. Deswegen war das für mich jetzt gar keine so große Überraschung, dass sie eine gute Rolle spielen in La Liga. Was ich noch sagen will zu La Liga oder auch zu diesen Spielen vom Wochenenden, wir haben die Spiele vom Mittwoch und vom Donnerstag noch nicht berücksichtigt. Da spielt nämlich Real Madrid und auch Real Sociedad und auch Barcelona, Atletico Madrid spielen allesamt noch in der Copa del Rey. Das heißt, diese Spiele haben wir natürlich noch nicht berücksichtigen können jetzt bei dieser Prognose. Dennoch glaube ich, dass ich ganz gute Tipps abgeben kann. Real Madrid gegen Real Sociedad, was man wissen muss, Real hat 5 von 7 Heimspielen gewonnen. Aber sie haben in allen 7 Heimspielen mindestens einen Gegentreffer kassiert. Was heißt mindestens ein? Immer exakt ein Gegentreffer kassiert. In allen 7 Heimspielen. Und Real Sociedad, du hast es angesprochen, Tabellendritter, sie haben 7 ihrer 9 Auswärtsspiele siegreich gestalten können. Ja, das ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Und dann darf man nicht vergessen, dass Real Sociedad vor diesem Donnerstagsspiel oder Mittwochspiel gegen Barcelona, wo sie spielen, 9 Pflichtspielsiege in Serie geholt haben. Das heißt, sie haben vor der WM-Pause gewonnen, sie haben aber auch bisher alle Spiele nach der WM-Pause siegreich gestalten können. Das heißt, das Selbstvertrauen ist auf jeden Fall da. Ja, bei Real Madrid ist es nicht unbedingt so in der Form vorhanden, weil sie schon 2-3 kleinere Aussätze hatten jetzt nach der WM-Pause. Deswegen halte ich mich auch ein Stück weit zurück mit einem Tipp auf den Heimsieg, sondern ich sage doppelte Chance 1x in Verbindung mit dem unter 3,5, also maximal 3 Toren nach 90 Minuten. Und Carsten, als kleiner Insider-Tipp, ich wäre nicht mal 100%ig davon überrascht, sollte es hier Verlängerung oder Elfmeterschießen geben. Ja? Für meinen Tipp aber 1x unter 3,5 gibt es eine Quote von 1,65. Also haben wir da offensichtlich eine große Gemeinsamkeit. Wie sieht's aus mit Sevilla gegen Elche? Ja, Carsten, das nächste Abstiegsduell für Sevilla, nachdem sie letzte Woche dieses wichtige Heimspiel, dieses andalusische Derby gegen Cadiz 1-0 gewinnen konnten. Torschütze übrigens Ivan Rakitic durch einen Elfmeter in der 89. Minute. Ja, auch das zeigt mal wieder, wie schwer sich Sevilla getan hat, auch gegen einen wirklich, eine Mannschaft, die eigentlich als potenzieller Absteiger gehandelt wird mit Cadiz. Und Sevilla hat dadurch trotzdem ein paar Plätze gut gemacht, ja, sind ein paar auf Platz 15 geklettert. Trotzdem ist natürlich die Krise nach wie vor vorhanden bei den Andalusiern. Und jetzt kommt die nächste Pflichtaufgabe. Anders kann man es nicht bezeichnen. Elche abgeschlagen, Schlusslicht der La Liga, erst 6 Punkte geholt, die schwächste Offensive, die schwächste Defensive. Das heißt, alles andere als ein Heimsieg wäre hier eine Die schwächste überhaupt. Bitte?
Die Schwächste überhaupt. Die schwächste überhaupt. In komplett Spanien in der ersten Liga, die schwächste Offensive, die schwächste Defensive. Da läuft wirklich gar nichts. Sie haben schon extremen Rückstand auf das rettende Ufer. Deswegen alles andere als ein Heimsieg wäre eine Riesensensation, wäre eine Überraschung, wäre natürlich eine negative Überraschung für Sevilla, für Jorge Sampaoli. Und ich sage aber, sie werden dieses Spiel gewinnen, aber sie werden sich abermals schwer tun. Deswegen in Kombination Sieg Sevilla und unter 4,5 Tore zu einer Quote von 1,72. Girona empfängt Barça. Carsten, jetzt machen wir mal einen kleinen Katalonisch-Kurs. Girona. Sag mal Girona. Girona. Oh, das Kratzen habe ich bis hierhin gehört. Sehr schön. Ja, also, so dass du das mit den Sprachkurs machst, großartig. Ja, weiß doch, sag's nochmal. Girona. Bei Katalanisch bin ich doch voll dabei. Aber ja, warum Katalanisch? Es ist ein Katalonien-Derby. Girona und Barcelona, beide aus, ja, beide Katalanen. Und man muss sagen, Girona spielt eine sehr, sehr gute Saison bislang. Momentan auf Position 11. Vor allen Dingen in der Defensive, vor allen Dingen in der Offensive sind sie wirklich sehr gefährlich. Ich habe schon 26 Tore erzielt, die fünftbeste Offensive in La Liga. Aber sie fangen natürlich auch einige Gegentore, schon 28 Gegentreffer kassiert. Und ich bin gespannt, ob die Offensive der Heimmannschaft jetzt auch gegen die starke Defensive von Barcelona wieder zum Torerfolg kommen wird. Denn eins muss man ja sagen, Trainer Xavi hat offensiv schon gefeilt an der Mannschaft, aber die größte Stärke von Barcelona momentan ist tatsächlich die Defensive. Sie haben erst 6 Gegentreffer kassiert in 17 Spielen. Ja, sie haben in 13 von 17 Ligaspielen zu 0 gespielt. Und das ist natürlich eine echte Ansage. Und deswegen habe ich hier mal einen etwas anderen Tipp rausgesucht. Ich sage zu einer Quote von 2,0, dass maximal ein Team in dieser Partie treffen wird. Ja, das heißt, es schließt noch nicht mal einen knappen Überraschungssieg von Girona aus, sondern einfach nur eine Mannschaft darf treffen und die Quote liegt, wie gesagt, bei 2,0. Ja, Marcello holt immer mal wieder aus der Kiste eine Überraschung raus. Klasse. Übrigens, wir haben ein tolles Spiel für euch, den Predictor. Da müsst ihr nur mitmachen und könnt dann Cash gewinnen. Also nichts einzahlen oder überhaupt nichts investieren, sondern einfach nur gewinnen. So, wir machen weiter mit Italien, mit der Serie A. Und da steht ein Spiel am Sonntagabend an, das ich auch begleiten darf. Neapel empfängt die Roma. Ja? Derby del Sole, also das Derby der Sonne. Und den Platz an der Sonne, ja, den hat im Moment der SSC Neapel dank, vor allen Dingen, dank zweier Spieler, nämlich Osimhen und Kvaratskhelia. Ja, das ist schon ein Duo, was für Spektakel und für Tore sorgt. Das Problem, Quara, so wird er ja genannt, war zuletzt krank. Für Sonntag scheint er fit zu werden. Du bist mit Sicherheit auch fit für Sonntag. Marcello. Ich bin fit für Sonntag, aber Carsten, ich weiß noch nicht, ob ich deine Serialübertragung schauen werde oder doch das Handballfinale mit deutscher Beteiligung. Soll das ja eine Frage sein? Nee, das war eine Aussage. Das war eine Aussage und gleichzeitig ein Verweis an euch da draußen. Am Wochenende oder jetzt in den kommenden Tagen steht natürlich die entscheidende Phase der Handball-Weltmeisterschaft an. Deutschland ist noch mit dabei, stand jetzt Viertelfinale, sehr, sehr spannendes Spiel gegen Frankreich, bin ich schon sehr gespannt. Und ja, wenn ihr alle Informationen zu diesem Spiel haben wollt oder auch zu allen anderen Spielen, dann schaut gerne mal auf die Wettbasis rein. Dort findet ihr natürlich auch sämtliche Informationen zu den Australian Open. Auch da geht es ja in die entscheidende Phase, deswegen auf jeden Fall wettbasis.com und wenn ihr alle Informationen zum Fußball wissen wollt, Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga, international, dann natürlich beidfüßig auf Wettbasis YouTube-Channel, auch das gerne abonnieren. Und jetzt meine Meinung zu Neapel gegen AS Rom. Carsten, du hast es angesprochen, 12 Punkte Vorsprung jetzt schon Neapel auf den Tabellenzweiten durch die Niederlage von Milan am Dienstag. Haben sie jetzt schon 12 Zähler Vorsprung. Das heißt, alles deutet darauf hin, dass die Neapolitaner dieses Jahr den Scudetto gewinnen werden. Und jetzt bin ich gespannt gegen die Roma. Die Roma ja eine Mannschaft, die durchaus unbequem sein kann, speziell aufgrund der Defensive. Haben eine Top-3-Defensive in Italien. Aber Carsten, ich bin ganz ehrlich, Neapel, 8 Heimsiege aus 9 Heimspielen, zuletzt 5:1 gegen Juventus zu Hause gewonnen. Und du hast die beiden Protagonisten angesprochen, Osimhen und Kvaratskhelia, zusammen an 32 Toren beteiligt gewesen. Ja, Osimhen 17 Scorerpunkte, Kvaratskhelia 15 Scorerpunkte, Osimhen 13 Tore geschossen, Kvaratskhelia schon 8 Tore vorbereitet. Das heißt, mit so einer offensiven Wucht und mit dem Selbstvertrauen, das Neapel zuletzt gesammelt hat,
bin ich beim Heimsieg und den ganzen kombiniere ich noch mit dem unter 4,5, ja, also maximal 4 Treffern im Spielverlauf und bekomme dafür eine Quote von 1,98. Lazio hat, wie du schon kurz angesprochen hast, Milan mit 4:0 aus dem Stadion geschossen. Sie haben da einen kleinen, quirligen Manzacani, heißt er. Der ist auch im Kreis der Nationalmannschaft. Schnelligkeit, Spielwitz, das sind seine Attribute. Und was man zu diesem Spiel auch noch sagen muss, also zum letzten Spiel, Maurizio Sarri, der Coach von Lazio, hat gesagt, das war das beste Spiel, seitdem ich Trainer bei Lazio bin. Also kann man das mal einordnen. Sie sind hochgerutscht auf Rang 3 und spielen jetzt gegen die Fiorentina. Ja, wenn man natürlich so mit Lob überschüttet wird, ist es immer eine kleine Gefahr, dass man vielleicht sogar ein bisschen abhebt, dass man die nächste Aufgabe dann ein bisschen lockerer angeht. Sollte das der Fall sein, dann wird es schwer gegen die Fiorentina. Sollten sie auch mit der gleichen Konsequenz und mit der gleichen Form auch antreten gegen den AC Florenz, dann bin ich eigentlich überzeugt davon, dass Lazio Rom auch dieses Heimspiel gewinnen wird. Zumal sie eben eine sehr, sehr gute Heimmannschaft sind. Sie haben schon 6 ihrer 10 Spiele gewonnen, 2-mal unentschieden, 2-mal verloren. Und die Fiorentina spielt eben eine sehr enttäuschende Saison. Trotz eines Kaders, der eigentlich meiner Meinung nach mehr hergeben sollte, stehen sie nur auf Position 11, haben erst 23 Punkte gesammelt und haben auch erst 2 ihrer 9 Auswärtsspiele siegreich gestalten können. Ja, und dann noch 2-3 Worte zu Zaccagni. Er hat schon 12 Scorerpunkte, ist dementsprechend auch der Topscorer von Lazio Rom, gemeinsam mit Sergej Milinkovic-Savic. Und er hat jetzt gegen Milan das 1-0 vorbereitet und das 2-0 selbst erzielt. Das heißt, auch bei ihm passt die Form absolut. Und wenn man dann noch weiß, dass vielleicht noch als absoluter Top-Fakt zu diesem Spiel, dass Lazio seit 2016 zu Hause nicht mehr gegen die Fiorentina verloren hat und zuletzt sogar 4-mal in Folge gewinnen konnte zu Hause in der Serie A gegen Florenz, dann bin ich auch diesmal bei der hohen Quote, 2-15. Ich sage, Sieg Lazio Rom. Und dann kommen wir noch zu Juventus Turin. Denen sind die Punkte am grünen Tisch, so hat man das mal gesagt, abgezogen worden. Die spielen jetzt gegen Monza. Also für Juventus Turin sind die Schlagzeilen gerade außerhalb des Platzes extrem fett. Und da müssen sie sich einfach konzentrieren und versuchen, gegen Monza das Beste rauszuhauen. Ganz genau. Du hast jetzt natürlich schon angesprochen, diese 15-Punkte-Abzug, die haben natürlich auch tabellarisch jetzt ein Bild für sie geschaffen, dass es auch schwer macht, überhaupt noch in den Europapokal zu kommen, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Deswegen, Juventus steht mal wieder vor einem Scherbenhaufen, nicht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das wird sich auch ein Stück weit sportlich auswirken. Man hat schon bei dem 3-3 gegen Atalanta Bergamo gesehen, dass sie auch ein bisschen Glück hatten, dass sie dieses Spiel noch unentschieden gespielt haben, dass sie 3 Gegentreffer kassiert haben. Wer hatte gesagt, dass Atalanta wahrscheinlich gewinnt. Wer war das noch? Der Chef. Der Chef hat das gesagt. Kann jetzt jeder von euch überlegen, wer der Chef ist. Aber ja, hast natürlich völlig recht gehabt, Carsten. Und was mir aufgefallen ist, nach dem 1-5 gegen Neapel wieder 3 Gegentreffer kassiert. Das heißt, Juventus hat Probleme. Und jetzt bekommt Juventus mit Monza einen Gegner, der nicht viel zu verlieren hat. Ja, die Mannschaft, die ja den Eigentümer Silvio Berlusconi hat, dementsprechend auch einen sehr potenten Kader beisammen hat, muss man sagen. Kein typischer Abstiegsmannschaft oder kein typischer Aufsteiger, sage ich es mal so. Und deswegen könnte ich mir tatsächlich hier vorstellen, dass es eine Überraschung geben wird. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass Monza seit 5 Spielen mittlerweile ungeschlagen ist in der Serie A. Monza hat im Pokal vor einer guten Woche nur knapp verloren, 1-2, auch unglücklich ein bisschen verloren bei Juventus. Und Monza hat auch das Hinspiel gegen Juventus 1-0 gewonnen. Und deswegen habe ich hier mal die Überraschung des Spieltages eingebaut. Ich sage 2,50, doppelte Chance x2, Monza punktet in Turin. Wir gehen nach Frankreich. Vive la France, PSG gegen Reims und PSG hat verloren. Also eine klare Kiste ist das aktuell nicht in Frankreich. Nein, ganz im Gegenteil. 3 Punkte nur noch Vorsprung auf Nantes. Auch Marseille kommt ran. Die hatten auch mittlerweile eine Siegesserie. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. PSG hat 2 der letzten 3 Spiele verloren und deswegen, sie sind unter Druck, muss man ja ganz klar so sagen. Jetzt haben sie natürlich einen Gegner mit Reims. Ist jetzt nicht die ganz große Herausforderung, aber auch Reims eine Mannschaft, die schwer zu bezwingen ist, denn 10 ihrer 19 Spiele haben sie unentschieden gespielt. Sie sind absolut die Remis-Könige in der französischen Ligue A und auch auswärts haben sie 6 ihrer 10 Gastspiele remisiert. Ja, wollte ich immer mal sagen, dieses Wort, unfassbar. Also heute bist du sprachlich top of the pop. Sehr eloquent, ja. Aber Carsten, kurze Quizfrage an dich. Ich nenne dir mal ein paar Zahlen und du sagst mir, was es damit auf sich hat.
13 in 17, 7 in 6 und 5 in 1. Was hat es damit auf sich? Das sind die Lottozahlen vom nächsten Wochenende. Ja, nee, leider nicht. Aber das ist die Torausbeute von Kylian Mbappé in der bisherigen Saison. Denn er hat in 17 Ligaspielen 13 Tore geschossen. Er hat in 6 Champions League-Spielen 7 Tore geschossen. Und er hat in diesem einen Pokalspiel, was er gespielt hat letzte Woche, 5 Tore geschossen. Ja, das heißt, Kylian Mbappé, absolute Topform, inzwischen bei 180 Millionen Marktwert. Ich habe eben nochmal geschaut. Auch das sind ja eigentlich unfassbare Zahlen. Und ich sage, der Superstar der Franzosen wird auch diesmal wieder ein Tor erzielen. Das ist mein Tipp für diese Partie. 1,83, Mbappé trifft. Großartig. Und dann kommen wir zu Nizza gegen Lille. Nizza gegen Lille, natürlich vor dem Hintergrund relativ interessant, weil Nizza eben nicht mehr Lucien Favre auf der Trainerbank sitzen hat, sondern Didier Digard, ehemaliger Profi, ehemaliger Co-Trainer von Lucien Favre, aktuell Interimstrainer. Er kämpft so ein bisschen um die Chance, weiter Trainer bleiben zu dürfen. Sein Start verlief ordentlich. Er hat 4 Punkte aus 2 Spielen geholt, unter anderem auch 6:1 zu Hause gegen Montpellier gewonnen. Und ich muss sagen, Nizza ist ja eine Mannschaft, die weit hinter den eigenen Erwartungen bislang zurückblickt, denn sie haben einen Kader, der auch viel, viel mehr hergibt. Spieler wie Nicolas Pepe, Ramsey, Schmeichel, Todibo, Barclay, das sind eigentlich alles Champions League erfahrene Spieler oder zumindest Europapokal erfahrene Spieler. Und deswegen glaube ich, dass Nizza unter einem neuen Trainer, wenn es einfach ein bisschen besser läuft, ein bisschen das Selbstvertrauen zurückkehrt, auch noch einen Sprung nach oben machen kann in der Tabelle. Und das könnte sich nun auch gegen Lille fortsetzen. Ich sage, Nizza wird auch im dritten Spiel unter dem neuen Trainer nicht verlieren und sie werden auch dieses Spiel gewinnen. Ich sage, draw no bet 1, das heißt, auf dem Zweiwegmarkt im Fall eines Unentschiedens gäbe es den Einsatz zurück. Und ich sage, 2:10, dieses draw no bet 1 ist tatsächlich value behaftet. Und dann kommen wir zum letzten Spiel. Da haben wir Marseille. Die sind in einem Flow. Die greifen vorne nochmal an. Also zumindest, wenn sie diesen Punkteschnitt, den sie aktuell haben, auch beibehalten. Ja, und die spielen gegen Monaco. Ganz genau. Natürlich das namhafte Topspiel des Wochenendes in Frankreich. Marseille, du hast es angesprochen, 6 Ligasiege in Serie geholt. Ja, das heißt, sie sind in richtig guter Verfassung, speziell jetzt nach der WM-Pause. Aber eben auch Monaco darf nicht unterschätzt werden, denn Monaco hat nur 2 der letzten 14 Partien in der Liga verloren. Unter anderem eines gegen Marseille, denn das Hinspiel, kurioserweise, fand erst am 13. November statt, also vor gut 2 Monaten. Das hat damals Marseille 3:2 knapp gewonnen. Und allgemein muss man sagen, Marseille natürlich mit einer starken Heimbilanz, 7 Siege aus 10 Partien, aber Monaco auch 6 Auswärtssiege in 9 Anläufen. Allgemein habe ich mir schwer getan hier mit einem Tipp auf dem Dreiwegmarkt. Ich sage aber einfach, dass beide Mannschaften zum Torerfolg kommen werden, denn das wäre in 9 der letzten 11 Ligaduellen zwischen diesen beiden Teams die richtige Wette gewesen. Und deswegen gehe ich hier nochmal mit der Quote ein bisschen runter und sage 1,63 Torerfolge auf beiden Seiten. So, und damit sind wir dann auch durch. Hier nochmal die Übersicht der ganzen Spiele, die wir für dieses Wochenende besprochen haben. Vielen Dank an Marcel, vor allen Dingen für den katalanischen Sprachkurs. Ich weiß gar nicht, was ich ohne dich machen sollte. Also, die Übersicht hier und der Hinweis, wir sind natürlich auch in der dritten Liga unterwegs, zweite Liga, Bundesliga, es knallt an allen Ecken und Enden und wir versuchen euch dabei weiterzuhelfen. Bis dahin, tschüss.